Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckprost Let's Blau mit seinem RL Lightsworn Deck. Das W ist stumm. Nein, in dem Fall nicht. Okay. Wir können jetzt den ultimativen Mios Infinity bauen. Das können wir auf jeden Fall machen. Oder das Dauerlichtmonster, oder? Ja, das heißt, wir können das machen. Wir können minus 3 gehen und dafür den Infinity holen. Anders sollen wir mit dem Gerümpel sonst machen. Da wäre... Entschuldigung, dass ich überlege. Bis gleich. Nächster Versuch. Gucken wir uns diesmal ziehen. Ja, das ist nicht besonders. Aber wir haben Raiden, immerhin. Pflanze? Oi. Das könnte sich jetzt als potenziell problematisch gestalten. Problematisch? Nein. Es könnte dauern. Mit dem Blatt zumindest. Es könnte dauern. Dann schießen wir mal. Nee, jetzt ziehen wir erstmal. Können wir auch machen. Oh, da kam der nächste Wolf. Nice. Ja, das sieht man gerne. Dann schießen wir jetzt. Ja. Na, Magazin? Nee, Twin Twister. Das Daleks Magazin. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt den... Noch mal wieder drin, hoffe ich stark. Stirbt unser Feld. Nein, stirbt es nicht unbedingt. Er muss jetzt gerade schon auf der Hand haben. Ja, dann probieren wir mal. Ja. Denn wir haben die Galaxy Soldier noch auf der Hand und den Angriff der Lichtbrigade, das heißt. Das kann nichts schief gehen. So, wir willen zwei, genau. Naja. Mir was. So. Und Omega ist jetzt gerade schon ziemlich Wumpe. Da wir wissen, dass da liegt, können wir auch gerade so gut angreifen. Ich meine, ja, es kann passieren, dass er den Skyshot auf der Hand und in der Battlephase wegböllert. Aber anders, wenn er den Skyshot gehabt hätte, dann hätte er den eben schon machen sollen. Und was spricht dagegen, jetzt den Zamanamang wegzukloppen? Nix. Die Frage, die sich ja nur stellt, ist, ob wir noch einen Infinity daneben legen wollen. Was wir theoretisch hätten tun können. Können wir aber jetzt immer noch machen. Gut, dann liegt die Rakete noch, aber das wird man überleben. Ja, lass mal noch einen Infinity daneben legen. Oder? Und wir heben uns den Charge auf und machen im nächsten Zug Party. Ich meine, Omega liegt ja sicher. Wir können jetzt noch mit dem Charge im nächsten Zug eine Lumina raussuchen und dann richtig Party machen. Na klar, Infinity ist Infinity. Geht beides. Wir haben keine Lumina drin. Echt nicht? Logischerweise nicht. Ach stimmt, das wäre komplett hier auf die Rang 4 Engine gedacht. Hat er ja gesagt. Ja gut, dann können wir Infinity holen. Ja, lass mal noch ein Infinity bauen. Ein Snow bringt es auf der Hand sowieso nichts. Die will ja in Grave. Nichts anketten. Ja, ich will Effekt aktivieren. Nicht der Galaxy Soldier. Nein, nicht anketten. So, und dann Charge. Wir würden gerne mal. Erstmal diesen Charge. Vielleicht brauchen wir den anderen Charger auch noch. Wer weiß. Nein, nichts anketten. Immer noch. Nicht, dass wir den in diesem Zug aktivieren dürften. Das ist richtig. Suchen wir mal eine...
ist ja die Lila. Oder Lila, ja, Lila. Ja, Lila. Immer noch nichts einketten. Oh, Überraschung, Überraschung. Noch nicht? Jetzt kann ich einen Friedhof anketten. Snow? Oder doch, natürlich. Wir ketten natürlich jetzt an. Weil wir den Skelett erwischen können. Ja, genau. Und? Bam! Denied, Bitch. Alter, was ein behinderter Arschloch-Move war das denn bitte? Frage ist, wie viel bringt das? Ziemlich viel. Den kriegt er erst bei uns wieder, dann ist der Infinity scharf. Ach stimmt, kommt erst in unserem Zug wieder. Mhm. Ich hab irgendwie im nächsten Spiel zu Kopf, weil mein Omega fast immer im gegnerischen Zug weghaut, aber klar, der kommt erst in unserem Zug wieder. Eigentlich nicht, ne? Nein. Warte mal kurz, 4 Pyromonster in Friedhof, so bleibt er doch gar nicht. Stimmt. Stimmt, so viel hat er tatsächlich nicht. Er hat 3 Monster im Grave. Ja, dann darf er den normalen. Er hat 3 Karten im Grave, das ist nicht mal alles Monster. Wenn wir jetzt in die Disease-Monster holen, können wir es immer noch annullieren. Ach, ein Utopia Lightning. Ach, schön. Das hatte ja fast eine schlaue Idee. Auf Eintritt Battleface würden wir gerne. Mhm. Bevor zum Angreifen kommt. Ja, wir würden gerne mal. Snow im Grave. Was ist denn das hier? Das wäre die Kombo mit Omega gewesen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Fairy Tail Snow. Ja. So, ich verbanne dich aus dem Friedhof. Dich aus dem Friedhof. Erstmal alles, wo Zauberkarte draufsteht. Ja. Dich. Dich nicht, aber dich. Und dich. Und, ein Wolf? Ja. Nein, nichts anketten. Das Feld. Und Effekt, und wir bucken ihm mal den Lightning zu. Schön. Denied, Bitch. Snow ist so eine Arschlochkarte. Oh, nicht der Soldier, der ist nutzlos. Ja, doch. Irgendwie schon. Okay. Wir können da jetzt einfach drüber latschen. Ja. In der Mangelung besserer Pläne. Folgender Vorschlag: Wir machen erstmal hier Bam. Bevor der in der Battlephase auf die Idee kommt, das Ding zu machen. Da liegt ein Infinity. Wir annullieren damit einfach den Scattershot im Grave. Stimmt. Können wir auch machen. Allerdings, auf was sollen wir den Galaxy Cyclone Johns schießen? Stimmt. Ja, dann machen wir das. Oder warte, wenn der weggelegt wurde, konnte er doch auch was machen, oder? Dann kann er ihn aus dem Grave verbannen, um einen zu millen. Dann kann er das auch machen. Aber dann können wir den Scattershot da, aber dann können wir immer noch den Scattershot annullieren. Richtig. Also einmal Putz. Und Angriff. Wir müssen mit 2-7 reinlatschen. Ja, ich weiß. Ich sehe es hier. Ah ja, stimmt. Tschüss, Utopia Lightning. Wenn es kann, dann gerne aktivieren. Weil in Death aber leider so 0, gar nichts. Dann würde ich sagen, saugen wir die Snow sogar ein. Einerseits mit der mehr Material ist, zum anderen kannten wir Snow als erstes abhängen und sie ist wieder scharf im Friedhof. Hätte ich jetzt gesagt. Nee, ich hätte es jetzt so liegen lassen. Gut, mal auch machen. Und dann mischen wir mal in der Standby-Phase, müssen wir mal schauen, was wir zurückmischen. Ich würde sagen, Galaxy Cyclone macht am meisten Sinn. Ja.
Ah, genau so ging's. Und das nullieren wir jetzt einfach. Dem Infinity? Nee. Das hätte ich jetzt... Doch, weil das ist jetzt der Mill wieder. Ja gut, ich hätte jetzt das noch durchgehen lassen und dann den Scattershot-Effekt im Grave annulliert. Und jetzt hängen wir den... Und jetzt machen wir den Omega auch noch gleich. Ja, dann ist er schon mal weg. Hui! Ach, denn so geht's ja auch. Wieso den? Warte kurz, wie ging der Effekt von zu voller Größe anwachsen nochmal? Die Death werden verdoppelt. Das ist der Feldeffekt. So, im Friedhof. Achso. Na gut, da wäre sowieso den Infinity angegriffen. Über sich irgendwas oder wieso der nicht Snow angegriffen hat? Nee. Weiß ich jetzt auch nicht. Sprach dagegen hier jetzt mit Snow. Ja, und dann ist der Punkt, an dem der Scattershot sagt, er muss durch ein. Nee, Ad oder Deck, oder? Nee, warte, falls diese Karte. Durch einen Blutbeschleuniger sogar muss sie weggelegt werden. Ja, genau. Sonst wäre die nämlich gut. Ja, dann Angriff und Tod. Haben wir genau diesen Fall nicht auch schon mal gemacht? Nee. Nee, stimmt, das war was anderes. Ach, das war diese Übertakt, die wir da einmal hatten. Wo wir da Ewigkeiten überlegt haben. Und also, wenn wir das so machen, haben wir, glaube ich, wo wir Ewigkeiten gerechnet haben, gefühlt. Und dann hätte dann gerade so gereicht, dann ist die Verbindung abgerissen. Genau so war's. Egal, bis gleich zur Deckbewertung. So, das sind wir wieder. Wir haben einen Garnet, dreimal Galaxy Soldier, dreimal Wolf, einen Photonendrescher, zweimal Snow, dreimal Raiden, zweimal Lyla, einen Trickclown, ein Goblinberg, eine Felice, zweimal Blechgoldfisch, dreimal Solar Recharge, zweimal Instant, zweimal Galaxy Cyclone, ein Raigeki, eine Rota, zweimal Desires, eine Soul Charge, eine Upstart, ein Foolish, zweimal Charge, dreimal Brilliant und ein zu voller Größe anwachsen. X-Ray haben wir einen Seraphniten, einen Norden, zweimal Omega, Infinity und Nova, Bahamut Shark, Excalibur, Castle, Direwolf, Schabe, Tsukiyomi, Emerald, Dweller und Taudeli. Kein Kreditkarten-Turbo wolltest du machen, hast du in der Mail geschrieben, aber sonst hast du ja ganz gut gegönnt. Ja, ich denke, ich würde allerdings tatsächlich Twin Twister Main spielen und nicht die Galaxy Cyclones. Ich meine, klar, die Galaxies sind ganz nett, weil die, wenn sie gemillt werden, nicht weg sind. Und theoretisch, wie man es ja eben gesehen hat, auch mit dem Omega recharged werden können, aber gut. Ja, nee. Ansonsten habe ich nicht besonders viel dran auszusetzen. Ich fand diese Idee ganz lustig, 1000 Blades zu spielen, dass man diese Cloud Blade Engine drin hat. Was halt bei dem Rang 4 Spam ein bisschen hilft und genau darauf baut das Deck ja, wie du geschrieben hast. Ja. Ansonsten. 2 Pots ist okay. Man kann natürlich auch immer gut auf 3 hochgehen. Die Galaxy Soldier Engine ist ebenfalls okay. Den Goldfisch, um mit Muss Norden auf Totally zu gehen. Ja, das ist ebenfalls jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Der Raigeki Main Deck ist meh. Brilliant Fusion ist eigentlich ganz okay. Duelle im höheren Metabereich angeht, wie ihr wisst, wir sehr große Freunde von Swords of Concealing Light. Oder eher Book of Eclipse. Oder Book of Eclipse. Hängt von der Situation ab. Ja, aber jetzt haben wir schon mal, das wollen wir nochmal machen. Ja, ansonsten, die Roach ist interessant und Excalibur auch, aber ich würde stattdessen trotzdem das Utopia Package reintun. Ja, vor allem, ich meine, du hast ja gesagt, du hast Utopia Package nicht reingetan, auch nicht das kleine, weil dir schlichtweg der Platz gefehlt hat. Aber ich glaube, wenn man Platz für Roach und Excalibur findet, findet man auch Platz für Utopia, weil ich meine. Was kann Excalibur? Excalibur kann für bis zu 4000 Schaden drücken, weil diese Schaden direkt ins Face kommen. Ja. Utopia Lightning kann dafür garantiert über alles drüber rennen.
Ich glaube jetzt mal nicht, dass es diesem Deck an Angriffsschaden fehlt, dass man die 4000 Attack bräuchte. Ich meine, klar, Excalibur und auch übers meiste drüber. Aber Utopia kann bei dem Angriff auch noch nicht verhindert werden. Ja, Excalibur macht mehr direkten Face-Damage, aber das war's auch schon mit den Vorteilen von Excalibur. Er braucht einmal zwei Krieger und du hast nicht nur Krieger im Deck. Ja, Spellcaster, Spellcaster. Utopia hat halt den riesen Vorteil, dass... Bin ich gemutet? Oder hast du einfach nur gerade dazwischen gelabert? Ich hatte dazwischen gelabert, ich habe meinen Satz beendet. Du hast dazwischen gelabert. Utopia hat halt den riesen Vorteil, was, wie man gerade gesehen hat, dass sie eben nicht von Infinity oder sowas negiert werden kann. Excalibur muss seinen Effekt aktiv aktivieren. Ja, klar, macht Utopia auch, aber erst nachdem es angegriffen hat und nichts mehr angekettet werden kann. Genau. Was halt schon irgendwie quite nice ist. Wie gesagt, Schabe und ist auch ganz nett, aber wenn der Preis dafür ist, auf Utopia Lightning zu verzichten, also als kleine Utopia-Play, damit man schon auch reintun können. Ja, also nur zwei Omegas finde ich hier ganz okay, weil du halt nicht Minerva spielst und Minerva ist halt schon stark. Aber er deckt irgendwann, irgendwo muss man Budget-Cuts setzen. Ja. Auch wenn du, wie gesagt, also die ganz gut gegönnt hast. Hier zwei Omega, zwei Desire. Das hier ist eigentlich so ziemlich ungefähr maximale Gönnung bei Vermeidung von Minerva. Bei Vermeidung von Minerva, genau. Was irgendwo okayisch ist. Und wer weiß, vielleicht wird sie irgendwann gereprintet. Ja. Die wird irgendwann gereprintet, das ist sicher. Und zwar, dass irgendwann vielleicht wird sie in naher Zukunft gereprintet. In 1,5 Jahren. Ach, das haben sie schon angekündigt? Nein, aber das ist die Regel. Giant Hand wurde jetzt vor einem halben Jahr gereprintet. Und das war die Promo von 2014. Das heißt, in diesem Februar oder dieses Jahr nächstes Jahr jetzt in der Gold Series müsste dann der Ascension Sky Dragon kommen und dann im Jahr drauf die Minerva. Das war ja so bekloppt, als da gerade... Wenn die dieser Linie treu bleiben. Das war ja auch so bekloppt, als damals gerade Crush Card als Preiskarte rausgekommen ist. Die hast du geholt und dann war GG. Ja, das haben sie ja abgeschafft. Das war halt echt lächerlich. Gut. Ansonsten, was habe ich jetzt sonst noch gesagt? Genau, Felice raus, zweiter Photonflasche rein, habe ich das schon gesagt? Nein, hast du nicht gesagt, aber ja. Okay, sage ich sie jetzt. Und ob man Thresher oder Goldfish, Thresher oder Goblinberg spielen will, muss man selber wissen. Haben beide Vor- und Nachteile. Thresher hat ja den Vorteil A, dass er bei Kirin drüber latschen kann, einfach so. Bei Kirin schon eine ziemliche Nervkarte. Ja, doch. Und B hat er den Vorteil, dass kein Maxi draufkommen kann. Dafür kann man mit Goblinberg der Bottomless dodgen, ja. Der Bottomless. Wenn der Gegner mal Rafflesia spielt, ja. Mal wer die Bottomless einfach so nochmal hinlegt, gut, der hatte das Pech, sie zu ziehen und spielt Rafflesia, ja, okay. Das kann alles passieren. Aber normalerweise ist der Photon Thresher schon besser, eben weil er über Kirin drüber latschen kann. Ja, und Kirin ist man häufiger. Kirin ist man häufiger als Bottomless, sag ich mal. Zumindest im höheren Meter. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das Deck dafür ausgelegt ist, weil ich glaube nicht, dass du 400-500 Euro für ein Low-Meter-Deck ausgibst. Ja. Auch wenn ich persönlich, also würde mich jemand fragen, wie schaut's aus mit Lightzone, würde ich demjenigen empfehlen, du pass auf, wenn du gewillt bist, 500 Euro auszugeben, dann kauf dir irgendein anderes, kommt Metadeck komplett und nicht Lightzone ohne Minerva, weil das ist irgendwie witzlos. Also Minerva ist halt schon echt gut und man sollte, also ich finde es ja wie gesagt okay, dass man hier nur zwei Snow spielt, weil du halt nicht so schnell millst Minerva und Snow funktioniert, wenn du echt schnell millst, aber... Also ich war halt 7 Karten verbannt. Ja, aber Snow ist halt schon echt stark. Weil ich meine, wir haben ja eben gesehen, dass... Es ist die beste Karte im Deck, aber... Es haut easy eine Utopia Lightning weg zum Beispiel, wie man eben gesehen hat. Es ist die beste Karte im Deck. Ohne Diskussion. Und... Ja, will man echt schon dreimal spielen. Deswegen ja auch Twin Twister. Kannst es wegschmeißen. Die Karte ist halt... sowas von stark.
Aber das ist, ich kann da jetzt auch keine perfekten Tipps geben, weil ich kann halt eine Liste nennen, wie man es mit Minerva spielt und was man dann ohne Minerva. Und man kann ja nicht einfach ein Minerva-Deck nehmen und dann die Minerva aus dem Extra-Deck rausnehmen. Da muss man das restliche Deck schon auch noch umbauen. Ja klar, die Minerva hat schon ein bisschen Engine-Faktor. Ja, die ist ja nicht nur einfach stärkstes Rang 4 Extra-Deck, stärkstes Rang 4 Deck, was es gibt. Also gut, doch auch, aber. Also auch, aber. Es aber ist halt nicht nur, es ist mehr als das. Es sorgt halt auch noch dafür, dass du das Deck umbauen kannst. Du kannst ja auch kein BA-Deck spielen und einfach die Beatrice rausnehmen, dann baust du es auch anders. Oder den Dante. Ja gut, das funktioniert ja dann gar nicht mehr. Ja. Gut. Ich glaube, das wäre auch schon alles, was man so sagen könnte, müsste. Ja. Dann kriegt das Deck, so wie es ist, gute 12 Punkte. Ist noch nicht ganz 13, aber es ist ganz gut. Aber es ist schon ziemlich gut. Ja. Ja, wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und das ist beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some more.